Von dieser Seite sieht man auch die Bauten. Man kann jetzt so gesehen, wie viel sie gebaut haben, und dann werden sie auch alles zubauen. Definitiv. Ja, es hält immer noch an. Es wird gebaut, 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 ohne Ende. Und staubt jetzt gerade. Das ist auch mal ein schöner Vorgarten, wie man sieht hier. Gefällt mir. Da ist der Generator, da ist der Pool. Sieht man auch selten sowas. Ein bisschen grün in der Natur, zwischen den Häusern. Super. Traumhaftes Wetter heute. Ich zeige euch gleich. Blauer Himmel. Wahnsinn. Und es ist gerade mal, wir haben denn überhaupt einen Moment? 11.15 Uhr. Super warm. Also 15 Grad. Ohne Ende. Kein Wind. Man merkt so Frühlingsgefühle langsam. Ich nehme euch mit heute. Ein bisschen zum Friseur gehe ich. Dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Jetzt muss ich erstmal hier rüber hupfen. Hier kommt dann dieser Fluss. Moment, so. Aus den Bergen. Aus den Bergen raus. Und hier ist meistens dann immer zur Winterzeit und Regenzeit. Ist hier immer alles voll. Man sieht hier auch schon die ersten Blüten bzw. Knospen kommen schon raus von dem Baum. Ich glaube, das ist Muschmullebaum. So heißt das hier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier ist die große Brücke. Hier haben sie auch eine neue Mauer hochgezogen. Da hinten wird auch noch gebaut. Ja, mal sehen, was der Tag so bringt. Aber bei dem Wetter, da braucht man auch nicht viel tun. Es ist einfach schön. Ich bleibe jetzt mal hier auf dieser Seite, auf der Sonnenseite. Ist vielleicht direkt von den ganzen Fahrzeugen, von den Baustellen, man sieht es auch. Hier, alles verdreckt. Und hier wird das Wasser aufgetankt oder werden die LKWs betankt. Sieht man ja, wie viele Liter da rauskommen. Das ist schon heftig. Und von hier aus werden die Straßen dann sauber gemacht. Und für die Feuerwehr hier, die ist ja auch hier. Die Feuerwehr braucht auch Wasser. Hier sieht man mal die Bauweise. Das würde ich auch mal gerne aufnehmen. Bisschen laut hier. Die Bauweise, wie gebaut wird. Und so schnell. Da hinten sind ungefähr 50 neue Häuser entstanden, hinter diesen Zweien. Hier war alles leer. Komplett frei. Nur will schauen, dass mich keiner zusammenfährt. Der hat nicht mal einen Blinker gehabt. Gut, dass ich stehen geblieben bin. Weil hier hat das Auto Vorfahrt. Also wie gesagt, das Auto hat hier Vorfahrt, nicht der Mensch. Deswegen gehe ich schnell rüber, weil die Russen bleiben auch nicht stehen. Die haben sich das auch schon angewöhnt. Die sollen nämlich zusammenfahren. Mit einem SUV. Mit Vollgas. Verstehe ich sowieso nicht, warum man so schnell fahren muss. Naja. Hier gibt es gute Lahmacun aus dem Ofen, aus dem Holzofen, kann man sich holen und schön günstig. Hier sieht ihr dann alte Läden, die werden aber alle verschwinden. Hier waren auch mehrere Läden, die sind alle weg. Und hier ist die Moschee. Assalamualaikum, merhaba. So, hier ist die Moschee, falls die noch keiner gesehen hat, mit dem Vorhof.
Und hier sind die Läden und da hinten sieht man wieder, wie viel gebaut wird. Unendlich. Und ohne Ende. Wahnsinn einfach. Das ist echt. Jetzt gehe ich schnell zu dem rüber, weil der hat bei mir die Fenster angebaut und Verglasung und ist nie gekommen, dass er dann Geld holt. Habe ich bis heute auch noch nicht gehabt. So, Chetin, Herr Chetin, Salam alaikum, merhaba, nassen. Alhamdulillah, Moment. Video, YouTube. Okay. So, Giselle, best man, gut. Er macht sehr viel mit Verglasung und er ist sehr vertrauenswürdig und macht seine Sache gut. So, ich war jetzt bei ihm. Er hat bei mir die Verkleidung gemacht, die Balkonverkleidung, und ist nie gekommen. Und jetzt habe ich ihn gebeten, dass er mal vorbeikommt, nach über fast einem Jahr. Assalamu alaikum. Reklamlar, hier habt ihr sehr gute Döner, sehr gute Laden. Hier könnt ihr sehr gut essen bei Solnumas, bei Solmes, Kolantassi. Sehr guter Laden und alles frisch. Dankeschön, und top. Ja. Und der spricht auch Deutsch? Ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, aber genug. Weißt, kann man Bestellungen machen, wenn Deutsche kommen. Okay, ja. Dankeschön. War jetzt Problem mit Ikamet und alles, alle Deutsche weg. Ja. Rentner, alle zurück. Problem. Ja. Wegen Ikamet. Problem. Ja, Problem, Ikamet. Ach so. Ja, Ausländer, alle weg. Ja, ja, Ikamet, Problem. Und Miete, alle Miete auch, alle weg. Alle, weißt. Ja, müssen alle weg. Problem. Jetzt wenig Ausländer. Jetzt nur Russisch und Ukrainisch. Nur Russisch, nur. Ja, ja. Ein bisschen Deutsch. Ja, 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 ja. Problem. Inshallah. Wird besser, inshallah. Okay, heide, gut, schönes. Heide, salam alaikum. So, ein bisschen Werbung machen. Für die Einheimischen ist immer gut. So, hier habe ich mein Internet geholt bei Bildtech. Billisim. Der ist auch nicht schlecht. Für Telekom. Türk Telekom Laden. Ah, hier zeige ich euch mal was sehr Interessantes. Und zwar, ich bin kein Bausachverständiger und keiner, der sich auskennt vom Bau, aber irgendwas ist doch da nicht in Ordnung. Wenn man hier sieht, weiß nicht, wenn ich anzoome, ich zoome mal an hier, die Mauer, also das Beton. Und hier ist es einfach dazu gemauert und hier ist nichts und der Breite müsste der breiter sein. Hier ist okay, sage ich mal, aber da hinten wieder, also einfach aufgemauert und so sieht es aus. Ja, ob das alles gut ist. Hier gibt es auch einen Türk Telekom Laden und hier gehe ich zum Friseur. So. Assalamu alaikum, merhaba. Nassin. Ben Hasta. Hasta war. Assalamu alaikum, merhaba. Nassin. Sleeping, ha? Hasta.